natürlich dann auch was fürs Leben erfahren, ja, dass man nichts geschenkt bekommt. Und wenn man sich mal mit dem Besten gemessen hat, dann weiß man das schon zu schätzen und weiß, egal wo man trainiert, dass es immer noch viel, viel bessere gibt. Und dem nachzueifern, das konnte ich halt mal erleben. Also ich glaube, mit die beste Quote, die es überhaupt gibt, aber er hat sich nie in Vordergrund gebracht, nie medial sich so wie Sandro Wagner, ich bin momentan der beste Stürmer, der in der Rückrunde spielt, da sollte man vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Für mich bist du ein guter Stürmer, wenn du Jahr für Jahr deine Leistung abrufst. Und Nils, wenn man seine Quoten sieht, hat in den letzten Jahren eine gute Quote, eine sehr gute Quote gegenüber den Einsatzminuten. Da kann man sagen, ja, der kam immer rein, auch dort musst du erstmal treffen, musst du präsent sein.